Körperkunst, wohin man schaut. 1993 erstmals ausgetragen, feierte die Hamburger Tattoo Convention in diesem Jahr ihr 12. Jubiläum. 17 Jahre Tattoo-Messe in der Hansestadt stehen jedoch auch für 17 Jahre Wandel. Es ist ein Reifeprozess, den auch die Verantwortlichen hautnah miterleben. Es ist mehr so ein Meet and Greet sozusagen. Also die Veranstaltung ist sozusagen gewachsen, hat sich gemausert zu einem Treffpunkt von Tätowierten für Tätowierte. Das Ganze ist dann auch noch unterlegt mit einem großen Rahmenprogramm, Livebands, Performancekünstler und was halt so alles dazu gehört. Nicht ganz ohne Stolz erzählt man sich hier von den Geschichten und Begebenheiten zurückliegender Treffen. Von den Rekorden, die man mit der kultigen Veranstaltung in der Markthalle aufstellen konnte. Darunter auch ein zweiter Platz, über den man besonders gerne ins Schwärmen gerät. Den Platz Nummer 2 haben wir in der längsten Schlange, die hier jemals ums Haus war. Auf Platz Nummer 1 ist die Band The Clash. Das Konzert war irgendwann 1981 oder irgendwie sowas. Oder vielleicht war es auch 1980, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Und da reihe ich mich gerne auf der Nummer 2 ein. Alter schützt vor Tattoos nicht. Besonders eindrucksvoll zur Schau gestellt wird dies von Herbert Hoffmann, dem heimlichen Star der diesjährigen Tattoo-Convention. Bereits Jahrzehnte bevor Tribals, chinesische Schriftzeichen und Sternchen zum Trend avancierten, stach der 90-jährige Hoffmann seine ersten Tattoos. Unter anderem auf der Reeperbahn. Alle Leute aus ganz Deutschland oder aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt, die Seeleute, die kamen, die wussten, tätowieren kann man auf St. Pauli. Lieber tätowiert als vom Leben gezeichnet, so oder ähnlich könnte es lauten, das inoffizielle Motto all derer, die ein Tattoo ihr eigen nennen dürfen. Beweggründe dafür lassen sich in der Markthalle reichlich finden. Also wie andere Leute sich schminken, sich die Haare färben, Schmuck umhängen, machen andere Leute sich eben Tattoos. Bei mir war es so, also ich bin schon mit 11 Jahren oder mit 10 schon total bemalt nach Hause gekommen aus der Schule. Und die Oma hat mir mit so einem kleinen feuchten Läppchen als abgewischt und dachte, du kriegst Hautkrebs davon, Junge. Hat alles nichts genutzt, ich bin total zugepeikt. Also ich finde in erster Linie einfach nur schön Schmuck halt für den Körper. Weil jeder irgendwo sein eigenes Individuum ist irgendwo und jeder hat irgendwie seine eigene Vorstellung und prägt das auch irgendwo mit seinem Körper da irgendwo. Seine Tattoos bereuen, das tut an diesem Nachmittag niemand. Und all diejenigen, die sich auf der Messe in Hamburg das erste Mal unter die Nadel legten, werden gewiss eine bleibende Erinnerung davon tragen.